Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserem Wireshark Tutorial. Vorerst mal dem letzten Video tatsächlich. Ja, wir haben hier relativ wenige Videos für eine Wireshark Tutorial Reihe, muss ich sagen. Aber das liegt einfach daran, dass wir so unglaublich großes Vorwissen haben, dass wir hier eigentlich schon relativ viel verstehen. Und das kommt eigentlich durch die Netzwerktechnik-Playlist. Viele machen es dann so, sie machen ein Wireshark-Tutorial und erklären dann quasi die Netzwerktechnik innerhalb von Wireshark. Ich habe mich jetzt andersrum entschieden, habe Wireshark als Anwendung gezeigt, weil natürlich Netzwerktechnik auch noch woanders interessant ist. Und ich würde euch jetzt hier abschließend noch ein paar Dinge zeigen, Statistiken zeigen, die sehr, sehr cool sind, aber die man natürlich nicht unbedingt braucht, und würde euch dann empfehlen, wirklich sehr, sehr viel damit zu üben. Und wenn diese Serie auch wirklich gut ankommt, dann wollen wir vielleicht hier noch ein bisschen Lua-Scripting einbauen. Dazu muss ich natürlich noch ein paar Lua-Tutorials machen und die würde ich dann einfach so als Bonus hochladen sozusagen. Das heißt, wenn euch diese Serie gefallen hat, dann bewertet sie bitte natürlich so, wie sie euch gefallen hat, und ja, gebt mir Feedback oder sowas. Und dann mache ich eventuell noch weiter mit der Lua-Reihe. Kommt natürlich immer so drauf an, ob das überhaupt noch geguckt wird oder ob es gar nicht mehr interessant ist oder sowas. Aber ja, gut. Und natürlich üben, üben, üben. Schaut bei meinen Hacking-Challenges vorbei. Das heißt, auf meinem YouTube-Kanal einfach mal nachgucken. Immer mal wieder lade ich eine Hacking-Challenge hoch und vielleicht habt ihr da auch mal was, was euch da anspricht oder eben was in die Richtung Wireshark bzw. Netzwerkanalyse reingeht. Gut, das als abschließende Worte. Jetzt kommt das abschließende Thema, und zwar Statistiken. Ihr könnt, wenn ihr hier eine Capture offen habt, dann könnt ihr hier immer super gut Statistiken erstellen lassen. Das macht ihr hier einfach über Statistiken. Und dann können wir hier zum Beispiel Eigenschaften der Mitschnittdatei gehen. Das heißt, ihr findet hier raus, wo sie liegt, wie groß sie ist, was für ein Format sie hat, wann das erste Paket gekommen ist, tatsächlich mit Uhrzeit jetzt, wann das letzte Paket gekommen ist, tatsächlich auch wieder mit Uhrzeit, die Zeitspanne, die stimmt jetzt hier allerdings nicht ganz, was für ein System ich gerade hier am Laufen habe, mit eben was für einer CPU ich am Laufen habe und so weiter und so fort. Das ist allerdings jetzt nicht unbedingt so interessant, wenn wir Netzwerkanalyse laufen lassen wollen. Das heißt, das ist vielleicht nicht unbedingt das, was ihr als Statistik haben wollt. Wahrscheinlich wollt ihr eher sowas wie Endpunkte haben. Und da muss ich sagen, das ist schon deutlich spannender hier. Hier habt ihr nämlich eine Auswahl von Protokollen, und dann könnt ihr euch hier angucken, wie eben das hier so aussieht. Also wie viele Pakete habe ich zum Beispiel insgesamt von Adresse an Adresse. Ethernet finde ich jetzt gerade nicht so spannend, muss ich sagen, weil ja nur Router und ich kommunizieren. Aber hier zum Beispiel habt ihr, wie viele Pakete sind von dieser IP-Adresse, von der Hacking Challenge gekommen. Naja, beziehungsweise hingekommen, und das waren insgesamt eben 675 Pakete über IP. IPv6 waren gar keine Pakete, und über TCP haben wir hier eben Port 80, das waren also von 84200, also von Hacking Challenge Port 80, waren hier eben 675 Pakete. Bei mir hat sich es aufgeteilt in Port 48760 und 48762, in 439 Pakete 760 und 236 Pakete auf 762. Und das ist doch schon mal ganz interessant, finde ich. UDP-Pakete hatten wir auch keine. Das heißt, hier hat man so einen schönen Überblick eigentlich. Das ist eigentlich so immer das, wo man vielleicht als erstes mal kurz reingucken sollte. Und dann kann man hier vielleicht auch einen Filter drauf machen, also als Filter anwenden oder als Filter vorbereiten. Das kann man hier super gut machen. Oder eben auch einfärben, geht hier auch wunderbar damit. Oder natürlich finden, das geht auch. Und da würde ich dann euch einfach empfehlen, als erstes mal eben in diese Endpoints reingucken und dann euch mal die IP-Adresse rauszusuchen, die ihr hier vielleicht einfach mal überwachen wollt. Sprich, ihr habt hier zum Beispiel die IPv4-Adresse. Ah, die hier, ja gut, machen wir Filter, ausgewählte, und dann war's das. Oder eben das nicht ausgewählte, dann könnt ihr eben eins ausblenden. Deswegen finde ich das hier als Einstieg sozusagen am besten. Aber man muss natürlich das Vorwissen haben, was sind Filter, was machen wir da überhaupt, damit man es anwenden kann. Deswegen mache ich es jetzt als letztes Video. Auf der anderen Seite gibt es auch noch tatsächliche Graphen, die ihr euch angucken könnt. Das heißt, ihr könnt hier sagen, ich hätte ganz gerne, also es gibt natürlich noch andere Sachen, die ihr hier eben benutzen könnt. Zum Beispiel zu HTTP speziell irgendwelche Statistiken. Hier habt ihr dann den Total Counter, das funktioniert für jedes Protokoll. Habt ihr dann hier eben die Response Packets, 6 Stück waren Antwortpakete. Und ja, Request Packets waren offensichtlich dann auch 6 Stück, weil 6 minus 6 ist 12, 6 plus 6 ist 12, genau, 6 minus 6 ist 12. Ja, ich mache jetzt nochmal Feierabend, egal. HTTP Response Packets, 6 Stück, davon waren 2 Stück broken, sprich, sie waren 404 not found, und 4xx bedeutet einfach alle 400er Fehler. Das heißt, ja, wir haben hier eben nicht gefunden.
Wobei das nicht ein Client-Error in dem Fall war, sondern einfach ein Programmiererfehler, weil ich das Pfaff-Icon irgendwie eingebunden habe und nicht hochgeladen habe. Aber hey, und ja, 4 Stück wurden gefunden. Das heißt, wir haben hier eine Rate von 66% bzw. 33% wurden eben nicht gefunden. Ja, und hier haben wir 50% Response Packets, 50% eben Request Packets. Und das könnt ihr mit jedem Protokoll eigentlich hier machen. Also hier könnt ihr auch einfach TCP-Stream-Graphen produzieren. Durchsatz Roundtrip-Time ist auch sehr interessant, muss ich sagen. Hier könnt ihr wunderbar euch angucken, wie lange haben eben die einzelnen Pakete gebraucht. Über die Roundtrip-Time Millisekunden, hier die Zeit in Sekunden tatsächlich. Sehr, sehr coole Sachen, muss ich sagen. Sehr viele interessante Features, die man sich angucken kann. Klar, wir haben jetzt hier natürlich UDP nicht zur Verfügung, logischerweise. DNS haben wir jetzt auch keins gehabt. Deswegen hier nur begrenzte Features. Aber das ist eigentlich so hübsch zum Angucken, braucht man aber nicht unbedingt so stark. Hier eben IPv4-Statistiken, Protokolltypen oder Source-Destination-Addresses. Hier eben auch dann so eine Auflistung. Hier kann man natürlich auch alles speichern oder auch alles filtern. Und das Letzte, was ich euch zeigen möchte, IOGraph. Das ist halt, ja, sozusagen eine kurze Analyse von dem Kompletten, was wir hier eben bekommen haben. Und wir haben hier eben TCP-Fehler zum Beispiel, also TCP-Analysis-Flags. Und da kann man sich natürlich dann auch noch ein bisschen schönere Graphen zurechtbauen. Je länger die Aufzeichnung ist, desto wichtiger sind eigentlich diese IO-Graphen. Wobei ich die persönlich jetzt nicht ganz so mörderisch gut finde. Aber hier diese Statistiken, hier kann man natürlich immer mal wieder durchgucken und da kann man auch super gut Filter draus erstellen, deswegen zeige ich euch die eigentlich hauptsächlich, weil die Filter eigentlich wirklich das allerbeste sind, also hier auch Durchsatz oder sowas. Ja, wir können hier zum Beispiel eben das anklicken, dann landen wir direkt bei diesem Paket hier von GetBackground. Da sehen wir, das ist hiervon. Hier drauf zu klicken, bringt uns halt zum style.css und wenn ich hier drauf klicke, dann sehen wir ganz am Anfang, dann kriegen wir hier sozusagen eben dieses Get-Paket hier. Ja, und da kann man natürlich dann auch auf alle anderen Pakete so draufklicken. Aber ja, die sind, glaube ich, nicht ganz so interessant. Hier unten haben wir halt relativ viele andere Pakete nochmal gehabt. Das waren eben diese ganzen TCP-Syntax. Und genau, das ist eigentlich relativ cool. Hier unten kann man natürlich seine Fenster noch einstellen, aber das braucht man in dem Fall jetzt, glaube ich, nicht. Super. Und ja, kann man sich natürlich alles auch noch als Grafiken speichern und so weiter. Deswegen sehr, sehr coole Features. Aber vor allem, ich benutze es vor allem eben zum Filter erstellen und damit ich eben hier die Pakete ein bisschen besser geordnet habe. Gut. Und ja, wie gesagt, lasst mir Feedback da und eventuell mache ich hier noch ein bisschen weiter. Aber das kommt natürlich auch immer auf euch drauf an, ob es euch gefallen hat, ob es euch nicht so sehr gefallen hat. Und ja, wir hören uns. Bis dann. Ciao.